Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren wird. Ich habe jetzt hier hingestellt Lithiumhydrid und Gold. Und wir tun jetzt hier das U-238 rein und probieren das Ganze einfach mal aus. Projekt zur Nuklearaktivierung. Okay, neun Stahl, Bremer, Gold. Startet, Ende. Geladen, Herstellung ausführen. Herstellung läuft. Wand fällt. Bio-Edition, nukleare Power-Rüstung nehmen. Nukleare Power-Rüstung. Wenn du Strahlung angesetzt wirst, regeneriert sich deine AP schneller. Gesundheit, Gewicht, Wert. Modell F, unbehandelt, ohne extra Standard-Futur, Torso. Nicht schlecht. Und ich bin jetzt überladen. Ich frage mich, wofür das alles mal war. Hey. Ich bin ganz Ohr. Okay, ich bleib auf dieser Position. Hier, Preston, was gebe ich dir denn mal? Ich gebe dir erstmal die Kleidung, würde ich sagen. Die wiegt nämlich ja nur ganz wenig. Kann ich auch wieder laufen. So, wir haben das auch gelöst. Müssen wir hier nur noch wieder irgendwie raus. Wie ging das denn hier raus? Ja, doch hier. Hier ging das raus. Ich glaube, es kann wahrscheinlich kein Missionsabschluss, weil wir schon die Sachen getötet hatten. Ob man sonst was gekriegt hätte von dem Typen? Also von dem Roboter, man weiß es nicht so genau. Wir werden es wohl auch nie erfahren. Auf jeden Fall, das war auch das hier. So, gehen wir raus aus dem Haus. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ich bin mir unsicher. Ich das mitgenommen habe. Aber bestimmt. Weil wo ich gerade hier Tabotatus lese, da war ja eine Zeitschrift in dem Büro von dem einen, aber ich glaube schon. So. Bin das denn auch mal lädt hier? Der Robocop Pip-Boy ist das ultimative persönliche Computersystem für jedermann. So. Es ist mal wieder dunkel. Nichts anderes erwartet. Citroën. Krankenhaus, College Verwaltung, da waren wir eigentlich überall schon. Auch da waren wir schon. Mein Lieblings ist noch nicht abgeschlossen. Auch das nicht.
Combat Zone. Good Neighbors. Ja. Allmählich sollte ich aber auch mal stark genug sein, denke ich. Denke ich zumindest mal. Aber wir werden erstmal dorthin. Nur das. Suche im Baumarkt nach Farbe, wo immer der Baumarkt ist. Wir gehen jetzt mal Richtung Combat Zone. Einfach mal gucken, wie stark die Gegner da sind überhaupt. Da muss ich hin. Das heißt, wir gehen über diese Brücke Richtung Diamond City erstmal. Jetzt ist hier nicht abgeschlossen, aber ich frage mich echt, was er noch großartig erkunden soll auf dem Schiff. Naja, naja. Ich bin eh schon wieder überladen. Eigentlich müsste ich nochmal dann zu dir vorbeischauen. Um da den Schrott und alles Mögliche hinzubringen. Und jetzt bin ich überladen. Gehen wir nochmal nach Diamond City. Habe ich die nicht schon mal besiegt? Wow. Alter, wo kommen diese Hunde her? Alter, das war schon wieder so richtig fail. Das ist... warum nur? Ich habe auch gar keine Rüstung an, ich Idiot. Ich hatte immer noch diesen Strahleanzug an. Du kannst die Waffen und Bekleidung der meisten Gefährten über das Handelsmenü im Dialog verändern. Ja. Der Aggressor-Tron-Robot wurde von Robico für irgendetwas gebaut. So, das erste, was wir jetzt machen, ist Inventar, Kleidung, chemische Ehring, Filzhut nicht, Armeehelm, Lederkombi. So. Neuer Versuch. Muss ich da wieder hinlaufen? Eine schöne Waffe, aber ich brauche viel mehr Munition dafür noch. Auch die Munition ist wieder fast alle.
So, probieren wir es nochmal. Ich werde mich jetzt noch hier hinstellen und erstmal speichern. Gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder loswerden willst. Jemand da? Was? Wer da sein? Draußen ist was. Gut, die Hunde sind schon mal tot. So, ich dachte, ich wäre da schon drin gewesen, aber na gut. Kann ich eh jetzt nicht mitnehmen. Muss ich nochmal wiederkommen. Für viele Bewohner Cornwalls ist das Institut der Boomer, der sich für im Schatten versteckt und jederzeit in über und überall zuschlagen könnte. Kann, wer weiß das schon. Terminator, ich muss töten. So sieht das Ding doch aus. So, jetzt sind wir wieder in Diamond City. Danke, dass du das sagst. Ihr Jungs seid echt toll. Hier, nimm das. Es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es dient der Sache. Aha. Hallo. Hey, du bist dieser Wortbewohner, der aus der Zeitung. Ja. Genau. Ich bin ein Wortbewohner aus der Zeitung. Umblade. Heißt das, möchtest du was trinken? Dann lautet die Antwort, ja. Umblade. Öffnen. So. Gesamten Schrott lagern. Junk, Motor, komische Sachen. Der ist natürlich schön, aber der ist auch. Der ist gar nicht so schwer. 5. Den will ich mitnehmen. Brauche ich aber auch nicht mehr. Das mit mir rumschleppen. Dann habe ich hier bestimmt noch. Dann hätte ich hier mit rein tun können. Ein bisschen Medikamente. Gratis Wasser, Blutpaket. Buff out.
Jet Medics Mentets. Verstrahltes Blut. Habe ich irgendwo schon was zu essen? Ja. So, dann können wir auch schon weitergehen. Ach, er hat natürlich auch noch Sachen, aber naja, egal jetzt. Nur noch mehr tragender Typ. Wir suchen ja aber eigentlich auch noch mal, wenn wir sowieso schon mal wieder hier sind, nach Valentin. Und wo ist dieser Typ, Valentin? Ich finde Valentin auch dahin. Okay. Ist auch dahinten. Ich bin schon wieder müde. Um mit einer Person zu reden, musst du sie im Stehen aktivieren, um sie zu bestehlen. Aktiviere sie im Schleichmodus. Halte die Taste für den Pip-Boy gedrückt, um sein Licht einzuschalten und dunkle Bereiche zu erleuchten. Oder auszuleuchten. Oder zu beleuchten. Ah, es ist viel Ladezeit. Das Spiel, finde ich, hat sehr viel Ladezeit. Doch, also wenn man so ein bisschen rumreißt in verschiedene Ladezonen, merkt man das dann doch. So, halbautomatische, okay, kann ich gar nicht so schnell lesen. Also, als erstes haben wir hier 74 Meter entfernt. Suche im Baumarkt nach Farbe. Das können wir mal als erstes machen. Klein war der auch nicht. Ja, wo bist du denn? Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Ja. Yeah. Bitte, Hilfe! Schnell, hey. Sie ist hier drin. Hilf ihr! Na gut. Dann das kann ich öffnen. Hey. Alter. Ist das ihr Ernst? Lass mich doch da reingehen, Spiel. Jetzt lädt es schon wieder. Das ist also allmählich regt mich das mit diesen Ladezeiten doch auf. Wir haben bestimmt 5 Minuten geladen heute. Komm schon her, du Scheiße! Was war das? Eine Falle oder was? Das war dein Todesurteil. Wegen da hinten ist einer, der mich helfen muss. Demo. Bist du eine Demo von einem Spiel? Ja, Demo ist tot. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Immer diese Hinterhältigen. Du
Fusionskerne 4 Sterne. Diese Raider hatten ja jede Menge Zeug. Wir sollten uns bedienen. Ja, wir gucken mal, was die so haben. Die haben Toiletten, falls wir uns ein Haus bauen wollen. Kühlschränke, wo allem haben wir Farbe. Blaue Farbe. Gelbe Farbe. Stelle grüne Farbe her. Und dann bringen wir in die grüne Farbe mal, ne? Oh. Oh. Oh, ja. Hier haben sie die Leute reingelockt. Und entsorgt, eher gesagt, hier. Cool. Kann ich da nicht hinkrabbeln? Doch. Aha, wir kommen hier oben noch rauf. Kronkorken. Brennstoff. Lagerraumschlüssel. Ja. Du kannst jetzt Hightech-Beleuchtung in Siedlungswerkstätten bauen. Das ist ja cool. Frag mich, was Lagerraum ist. Lagerraum, hier. Die bekomme ich so nicht auf. Ne, die bekomme ich noch nicht auf, ne, sagst du. Und ich bin Level 17, nicht 18 da. Bekomme ich wohl so nicht auf. Mal wiederkommen irgendwann mal. Menschlicher Schädel. Möchten Sie eine Küche kaufen? Ja, dann müssen wir irgendwann noch mal wieder hierher kommen. Könnten noch. Oh, ist doch auch wieder so eine Ewigkeit mit dem Laden. Ich weiß nicht, könnten wir das noch? Die Farbe zurückbringen? Schaffen wir das? Wenn ich mich nicht verlaufe, vielleicht. Und wieder einmal lädt es. Since die Instituts gibt in verschiedenen Ausführungen von skelettartigen Gen 1 Modell bis hin zur hochentwickelten Generation 3.
die man nicht von einem Menschen unterscheiden kann. Ist das Generation 1 oder was ist das jetzt da? Ist das Generation 2? Ja. So. Meter. Wie komme ich da hin? Ja, hier nicht. Oh, hier gibt es auch ein Schulhaus. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? Grüne Farbe, ja. War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Streich die Mauer mit der Farbe. Grüne Farbe nur zum Blau, Farbe und Blau. Abbott? Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Hab ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich würde sagen, das ist... Ja, genau, Preston. Wir haben uns das reglich verdient. Wir haben auch gar nicht so viel Geld. Aber noch 874 immerhin noch. Ich habe ja für 2000 ein Haus gekauft. Auf jeden Fall haben wir auch hier diese Aufgabe abgeschlossen. Und das heißt, wir können uns nächstes Mal wieder einer anderen Aufgabe zuwenden. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Tja, kannst mal sehen. Doc Crotas Haus. Doc Sunshines Haus. Earl Strillings Haus. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout-Inn kaufen sollte. Und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Hast du die Zeitung gelesen? Boston Commons irgendeine Karte aktualisiert. Dugout-Inn. Warum nicht, ne? Gehen wir da rein schon mal. Es lädt dann wieder Ewigkeit wahrscheinlich. Oder können wir gleich nächstes Mal in dem Dugout-In anfangen? Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Und wie er dein Seeungeheuer kennengelernt hat, erfahren wir dann nächste Folge. Und ich sage euch, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.